Da sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren. Guten Tag. Wir basteln weiter an einer wunderschönen kleinen Siedlung. Muss erstmal ganz kurz schauen. Was? Keine Fischer? Was? Hä? Okay, das kann nur ein Fehler sein. Also ich habe gerade geladen. Okay, der hat sich wieder beruhigt. Okay, der auch. Okay, scheint wohl ein kleiner Fehler zu sein. Der auftritt, wenn man das Spiel neu lädt. So, wir bauen. Ach genau, den Handelsposten. Und, naja, gut, hier den Garten. Den Garten Eden. Damit wir Geld generieren können. Geld wichtig, wichtig. Wir können eigentlich auch schon den großen Platz bauen. Oder großer Park. Der würde mich interessieren, weil der fast alle, na gut, da oben nicht, aber zumindest hier die Ecke schon mal aufwerten würde. Wir setzen ihn einfach schon mal. Die 500 Gold haben wir im Leben nicht. Aber da kommen wir durch. So, das ist für mich immer noch ein Mysterium, was ich nicht begreife. Aber gut. Das ist mein eigenes Problem. Ja, uns fehlen Bretter. Gestern oder in der letzten Folge. Ich weiß nicht, wann die rauskommen. Achso, hier können wir übrigens mal ein paar mehr reinsetzen. Wie viel freie haben wir noch? 13. Wow. Ja, gut. Sorry, es ruckelt manchmal. Ich weiß nicht warum. Jetzt gerade schon wieder. Ich habe auch nichts im Hintergrund laufen. Ich weiß nicht, warum es manchmal so rumspackt. Haben wir das Arbeiterlager noch gebaut? Ach, hier unten müssen wir auch noch die Tongrube bauen. Mann, nee, wir haben so viel zu tun. Wir müssen auch nochmal Häuser setzen. Dann fangen wir erstmal mit den Häusern an. So, ach Quatsch. So, ich gehe mal hier ein bisschen anders weiter. So, wir setzen mal zwei hier hin. Das hier würde ich tatsächlich freilassen. Da können wir. Wir können ja mal ein bisschen anders bauen. Was jetzt? Müsste eigentlich so sein, ne? Genau. So, und jetzt machen wir es aber mal so. Warum geht das nicht? Nee. Dann setzen wir es so. Und hier setzen wir auch nochmal einen Weg durch. Durch den Wald. Where is Waldo? Das. Ja, wir können auch mal so einen komischen Weg bauen. Wie gesagt, muss ja nicht alles gerade sein. Eieiei. Hast aber eh nicht schlagen. Ansonsten würde ich mal schauen. Also, wir haben den Kornspeicher, den brauchen wir noch nicht. Die Wagenwerkstatt haben wir gebaut. Ach, kick mal einer an. Der erste Wagen. Wo ist denn der? Der müsste jetzt hier theoretisch auch auf den Straßen rumfahren. Kann man sich nicht anzeigen lassen, ne? Also normalerweise müsste der Wagen jetzt hier irgendwo umherdüsen. Details? Also können wir ruhig offen lassen. Wo ist denn der Wagen? Also ich meine, es ist schon mal schön, dass sie mit Schubkarren alle rumlaufen. Rumlaufen. Die meisten haben jetzt auch schon Körbe. Das finde ich auch nett. Okay, ja, das brauchen wir also nicht beachten. Die Heilerhütte. Ja, wir müssen sie auf jeden Fall schon mal setzen. Ganz dringend die Schule. Die Schule. Ah, wie groß ist die Heilerhütte? Ist die 3x3? Ja. Also, dann bauen wir es so. Heilerhütte. School kommt nämlich noch hier hin, ne? Ja, super. Ja, die Sachen können wir, müssen wir auf jeden Fall aussetzen. Das Rattenfängerhaus noch nicht. Den Handelsposten setzen wir gerade, genau. Gut, dann sind wir hier durch. Wohnraum, logisch. Hier sind wir auch durch. Nahrungsmittelproduktion sind wir meiner Meinung nach noch nicht durch, weil die Obstplantage fehlt. Ach du heilige Scheiße. 100% Fruchtbarkeit.
Ja, wir haben hier hinten nichts. Also nichts. Nichts ist Quatsch. Wir setzen das 96%. Wir könnten es auch hier hinsetzen. 99%. Alter, 99%, ey. Wir setzen das Ding hier hin. Wir müssen so viel Bretter produzieren. Astronomisch, aber egal. So, Arbeitercamp haben wir. Tongrube haben wir unten. Eisenmine kommen wir später zu, Goldmine kommen wir später zu. Ich würde tatsächlich gerne die Kohlemine setzen. Und ich würde ganz ehrlich... Kann man hier noch irgendwo einen Brunnen setzen? Guck mal hier, zwei, also 52 ist nicht mehr viel, aber besser als gar nichts. Und die Leute müssen nicht... Was heißt so weit? Sie müssen nicht laufen. Sondern sie haben es eigentlich vor der Haustür. So, drei neue Dorfbewohner geboren, sehr gut. Häuser stehen auch schon. Cool. Gefällt mir gar nicht. Das ist ein komischer Bogen hier. Kann das hier ansetzen? So, haben wir eine kleine Umgehungsstraße. Können wir hier theoretisch auch nochmal Häuser bauen später. Dann können auch die... Ja, naja, der Fischer kann dann hier eine Abkürzung nehmen und muss hier nicht erst durchs Stadtgebiet laufen. Ah, ich muss langsam darauf achten, wie ich meine Mauer dann baue. Aber gut, das sind alles Zukunftsprojekte. Also wir könnten sie bauen. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Ganz ehrlich, das bitte mal nicht aktivieren. Ja, Prio hat ganz eindeutig der Handelsposten. Der muss zuerst gebaut werden. Die Sachen können wir irgendwann mal bauen. Haben wir denn dieses Tonding endlich gebaut? Immer noch nicht. Hier muss die Prio hin. Hier kommt auch mal Prio drauf, weil Steine, die haben wir relativ schnell gesammelt. Ach, guck mal, da ist doch der erste Wagen. Wagon. Fährt Wagen. Okay, ich weiß nicht, warum das Wagon heißt und hier Wagen und hier Driver. Also wie gesagt, Übersetzung ist manchmal noch ein wenig komisch. So, wir waren aber hier. Wie gesagt, Kohlemine würde ich sehr gerne bauen. Oh, neue Menschen sind in dem Dorf angekommen. Jawohl, sehr gerne. Neun neue Menschen. Wir brauchen... Weitere Wohnhäuser. Mann, ey. Können wir hier noch eins hin? Nein. Hier würde noch eins hingehen. Schade, dass hier keins geht. Ich meine, klar, wir können den Weg einfach abreißen. Kann ich den Weg abreißen? Ah. Ich kann den Weg abreißen. Streets. Aha. Warte mal, dann passen wir das nochmal ein bisschen an. So, dann bauen wir es so. Dann passen auch nochmal Häuser hin. So, ja, Prio jetzt hier doch wieder auf das Ding und auf das. Oh Gott, ich habe vier Prios. Aber der Brunnen steht schon mal. Na, immerhin eine Sache. Sehr gut. Oh, Alter, das mangelt so an Brettern. Was ist denn hier los? Achso, ja. Menschen fehlen. Also Häuser, nicht Menschen. Menschen sind da. Häuser fehlen. So, was sagt denn der hier eigentlich? Ah ja, okay, wir sind hier schon mal durch. Okay, wo sind die? Die 365. Bau eine Schule. Ja, ja, sind wir dabei. Unkraut. Ich habe so viel Unkraut. Aber Unkraut reduzieren. Schätzter Ertrag 600. Alter, von 1000. Na gut.
Ja, wir müssen halt Unkraut reduzieren. That's the main problem eigentlich. Was ist denn hier eigentlich los? Kräuter verderben. Können wir eigentlich nochmal einen weiteren Bauarbeiter einsetzen? Wir haben... Okay, wir haben 7. Wir machen mal 6. So, können wir denn noch irgendwo Menschen hinzu gewinnen? Also hier sind schon 2 drin. Hier geht halt, wenn dann hier geht nur einer. Hier wird schön gefällt, 131, perfekt. Hier sind auch schon 4 drin, hier sind 2 drin. Ah, komm, den Schuh-Joachim können wir mal voll juckeln. Die sind voll. Ja. Alter, der Brennholztyp, der übertreibt so extrem. Hier arbeitet keiner. Die sind voll. Friedhof arbeitet keiner. Hier kann nur einer. Hier kann nur einer. Auf dem Feld arbeiten 3. Ach, in der Tongrube. Kann auch nur ein. Ach, Quatsch. Hier ist die Tongrube. Ist noch gar nicht gebaut. Stimmt. Ja, und hier können auch nur einen. Der Handelsplatz ist fertig. Und hier ist der erste Händler. Fragt mich bitte nicht, wo der herkam. Gefühlt kam er aus dem Wasser. Sehr gut. So, der Handelsposten. Very important. Dieser bringt uns also jetzt die Händler in unser Dörfchen. Und wir können hauptsächlich jetzt Geld machen. So, wir setzen hier auf jeden Fall mal einen zweiten rein. Man kann ja nur 2 beschäftigen, das finde ich sehr schade. Alles braucht Backsteine. Das heißt, wir könnten entweder, ja, Nahrung haben wir genug, schon im Vorhinein irgendwelche Ressourcen hier einlagern lassen, die wir halt verkaufen. Das, was wir halt nicht brauchen. Was schwierig ist. Oder wir warten halt immer, bis der Händler da ist, sehen, was der von uns kaufen möchte und lassen es dann schnell holen. Das ist wahrscheinlich die cleverere Variante jetzt für den Anfang. Dass man einfach mal ein bisschen abwartet. Ist der Weg eigentlich gebaut? So, nee, ist nicht gebaut. Sieht so durchsichtig aus, der hier auch. Was ist eigentlich mit den Baumstümpfen? Kann man die auch wegreißen? Oh, hier, der Park wird gebaut. Sehr gut. Bringt nochmal Attractivity. Upsen. Mit Backstein, wa? Natürlich mit Backstein. Wann kriegt man denn Backsteine? Wahrscheinlich hier irgendwo. Brauerei. Möbelwerkstatt, Gießerei, Schmiederei, Ziegelei, hier. Oh, da kommt ein zweiter Händler sogar noch. Bekommt man mittlerweile einen Hinweis? Ja, sehr gut. Das war auch nicht immer so. Ah ja. Okay. Trader One. Ach, jetzt wird sogar unterteilt hier. Ach nee, generell. Also, wir können... Ah, schade. Kohle. Hier sieht man übrigens auch die Preise. Also Kohle ist zum Beispiel relativ billig gerade. Ja, Werkzeuge, welchen Teufel tun. Aber wir können mal Siedlungsinventar. Wir können mal Schuhe holen. Ich würde mal 20 Schuhe mir besorgen und die an den ersten Händler verkaufen. So, jetzt müssten die beiden hier losrennen und die Schuhe besorgen. Okay, der kauft mir die auch ab. Nee, von dem kann ich sie kaufen. Was, für 10? Verkaufen für 13? Warte mal. Was? Hä? Eine Kuh? Was? Warte mal. Ich kann mir von dem für 10 Goldschuhe kaufen und bei ihm kann ich es für 13 verkaufen. Ah, das haben wir alles nicht. Ja gut, dann weiß ich ja, was ich mache. Dann werden wir hier die hier die 20 Schuhe verkaufen, kaufen uns dann bei dem anderen so viel Schuhe wie möglich und verkaufen die wieder. Und das ganze Spiel machen wir so lange, bis der erste Händler oder der zweite, bis der zweite Händler keine Schuhe mehr hat.
Und dann haben wir massiv Plus gemacht. Gold-Erz. Kohle, ja. Wie gesagt, Kohle würde ich gern produzieren. Aber ich will jetzt erstmal alles bauen. So, Ton. Ah, noch 5. Lieferst du Dings? Wow, ein Brett. Ich würde gerne auch als nächstes meine Straßen verbessern. Das kostet mich nur Stein und Stein. Ist das hier abgebaut? Ja, guck mal, hier dieser fette Steinhaufen ist tatsächlich weg. Hat er hier auch noch 50 Bretter. Wow. Es ist so extrem viel. So, sag mir nicht wieder eins. Ja, okay, danke. So, haben wir denn jetzt die Bretter? Nein. Aber sie wurden schon abgeholt. Da müssten die letzten Schuhe kommen. Die Bretter übrigens nicht. Schuhe. Da machen wir gleich mal eine kleine Handelspause. 10. Wir können ja schon mal die ersten Straßen verbessern. So, auf jeden Fall hier hinten. Die hier bitte auch. Die hier bitte auch. Die hier bitte auch. So, machen wir erstmal die hier oben alle. Da müsste sie sich auch schneller fortbewegen, oder? Ja, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr gut. So. Also, wir verkaufen 20 Schuhe. Für 260. Wir kaufen. Das ist super dämlich. Warte mal, wie viel mal 260? Kaufen und lagern. So, dann verkaufen wir die wieder. Dann sind wir bei 338. So Quatsch. So, 18 hat er noch. Die kaufen wir eben alle ab. Und verkaufen die wieder hier. Ja, super. Und zack, sind wir bei 392. Sehr geil. Und das Geld stecken wir bitte... Wie viel brauchen wir jetzt? 160. Dann transferieren wir mal 200. Das ist eine 100. 200 an unsere Stadt. Damit wir die beiden Gebäude zumindest finanziell schon mal haben. So, die Tongrube müsste jetzt hoffentlich auch fertig sein. Sehr gut. So, 6 Leute unbedingt rein. Wie viel Freie haben wir noch? Immer noch 12. Krass. Also menschentechnisch sehr gut. Sehr, sehr gut. 24 Fisch verdirbt. 30 Fisch, 33 Fleisch. Es verdirbt 33 Fisch. Hier ist nicht ein einziger Fisch gelagert. Warum? Verdirbt er dann? Das macht ja auch keinen Sinn. Also manchmal... Wie gesagt, alt Early Access. Early Access. Das ist komisch. Kriegt 2 Ton. Obwohl noch 3 im Lager sind. Ach, weil die vorgedingst sind, ne? Also reserviert. Nee. Auch das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Boah, schwierig manchmal. Ich weiß ja nicht, warum hier die Wege nicht gebaut werden. Können wir auch mal priorisieren. So, nehmt ihr uns denn noch was ab? Nee. 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 192, können wir noch irgendwas kaufen? Was bist du ein Käse? Kühe, Steine. Nö, interessiert mich nichts. Kettenhemden. Kann ich mir nicht leisten. Eisenerz. Einfache Waffen für 24. Können wir mal 5 kaufen? Kaufe 5. Hallo? Kaufen und transportieren. So, dann haben wir mal ein paar Waffen. So einfache Waffen.
Für einen Notfall, falls wir uns mal verteidigen müssen. Ach, der erste Händler ist auch schon weg. Okay. Was brauchen wir fürs Upgrade? Ja, was frage ich eigentlich, ne? Backsteine! Hier fehlt nur noch Ton. Hey, Kundehaus. Hier haben wir leider das Problem, wir brauchen einen gebildeten Bürger, der quasi in der Schule und in dem Heilkundehaus arbeiten kann. Das Problem. Also klar, eine Schule bildet gebildete Arbeiter aus. Das ist klar. Wenn man allerdings keinen einzigen hat, dann muss man hoffen, dass der irgendwann mal hier einwandert. Wir können ja mal, wir haben ja eben ein bisschen Zeit gerade, einfach durchseppen und gucken, ob irgendeiner gebildet ist. Sieht man ja hier bei Ausbildung. Schon mal null. Können wir bei den normalen Arbeitern hingucken. Auch hier sehe ich alles Ungebildete. No. No. Ich brauche einen einzigen. No. Einen einzigen Gebildeten brauche ich. Ah, da ist er. Oder sie. Nee, Katia. Sehr gut. Eine Ausgebildete haben wir schon. Im besten Fall hat, wie gesagt, zwei. Nee. Gut, viel Auswahl haben wir nicht mehr. Kommt schon einen zweiten noch. Naja, okay, eine einzige haben wir. Aber das würde ausreichen, wenn wir die Schule gebaut haben. Setz los. Nein. Angriff. Renne. Ich habe das Heilerhaus noch nicht gebaut. So, down. Thank you. Wo kam denn der Wolf schon wieder her? Das ist schon wieder sehr kurios. Alter, was sie hier an Holz abgerissen haben. Alter, Gesamtbonus immer noch 90%. Trotzdem, sehr geil. Und guck mal, hier hinten haben wir direkt den nächsten Wald, den wir wegreißen können. Also man kriegt auch irgendwann die Nachricht, ja, quasi keine Bäume mehr in der Gegend. Und dann kann man einfach den Radius, ja, ganz normal ändern. Neuer Dorf. Achso, ja gut, der ist dumm. Also, nicht der ist dumm, der kann keine Bildung haben, brauche ich nicht gucken. Wenn wir vielleicht irgendwie Zuwanderer nochmal kriegen, dann kann man da nochmal schauen. Was ist eigentlich mit den Upgrades? Ja, es mangelt überall an der Attraktivität. Wir müssen also diesen Park irgendwann bauen. Aber das wird ein bisschen dauern. So, wie sieht's denn hier aus? Guck mal, Unkraut. Pelzbestand. Oh, sehr, sehr gut. Sand. Oh, Sand. Obwohl, ich wollte erstmal alles zu Ende bauen. Obwohl, was braucht denn die Sandgrube? Oh, Bretter. Nicht dein Ernst. Sand hier oben, ne? Ja. Können wir mal ganz kurz durchgehen. Sand. Wird auch manchmal genauso gelb angezeigt. Man kann leider nicht weiter rauszoomen. Vielleicht habe ich ja irgendwo ein Sandfeld übersehen. Ich glaube nicht. Nee. Zumindest nicht hier in unserem Startgebiet. Also müssen wir einen Weg nach hier oben setzen. Damit wir zur Sandgrube kommen. Hier irgendwie los. Ach, wird verbessert. Okay. So, der Heiler ist gleich fertig. Da fehlt es an allem. Weil Bretter jetzt ein paar zumindest da sind. Aber Bretter werden ja leider auch für was anderes noch benötigt. Essen haben wir genug. Das ist sehr gut. Kommen wir über den Winter. Nein, den Tier? Wagon. Da steht doch ein Tier drin. Achso, ein Ochse. Das Lager ist leer. Gibt es eine Maximalanzahl an Wagen? Wartet auf Aufgabe. Ja, wahrscheinlich kommt es so ein bisschen auf die... auf die jeweiligen Gebäude an. Also nicht alle können wahrscheinlich so einen Wagen haben. Das werden dann nur, weiß ich nicht, vereinzelte sein. Vielleicht so eine Lagerhäuser oder so. So, hier, gib mal.
Also ich habe leider keine Ahnung. Ach, guck mal, Nublar. Wer bist du denn? Der ist ja auch gebildet. Sehr geil, haben wir doch zwei. Ah, wir haben einen Heiler, meine Damen und Herren. Ja, eigentlich müsstest du dir jetzt Kräuter besorgen. Beliefert Unterkunft. Ich hoffe, er meint die Heilerhütte. Gib mal 11. 0. Okay, wo rennst du hin? Liefert Unterkunft. What? Hä? Warte, wo läufst du hin? Da ist übrigens ein Wagen. Hä, wo rennt denn der hin? Ach, der hat noch woanders welche geholt. Alles klar. Gott sagen, was machst du hier oben? Wasser und Brennholz. Keine Ahnung, wo das herkommt. Die Wege sind immer noch nicht gebaut. Wo sind denn meine ganzen Bauarbeiter? Guck mal, hier werden übrigens die Häuser geupgradet schon. Oh. Die Hütten werden zu Häusern. Geil. Geil. Und zack. War das? Die erste. Das erste Haus. Schade, die haben genauso viel Platz wie die Hütten. Guck mal, hier haben wir auch schon ein Haus. Nee, das ist auch eine Hütte. Sind denn da wirklich extreme Unterschiede? Naja, doch, so ein bisschen, ne? Die sehen schon deutlich besser aus. Was macht ihr denn hier? Baut ihr die Steinwege? Nächstes Haus. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum die Dinger hier nicht bauen. Anzahl zugewiesener Arbeiter. 1 von 3. Ich verstehe es manchmal nicht. Hier mangelt es auch extrem. Jetzt bauen die ganzen Häuser erst aus, ne? Eigentlich auch nicht das, was ich will. Naja, ich werde sie mal nicht in ihrem... Was habe ich eigentlich? Minus 7 gerade. Dienste 24. Okay. Ja, gucken wir uns später an. Also, sprich in der nächsten Folge. Wir machen erstmal Schluss. Und dann, ja, beobachten wir weiter, wie hier alles ausgebaut wird. Also das freut mich schon mal. Ist nicht gerade meine wirkliche Priorität, aber egal. Sie machen's. Und ich muss meine monatlichen Steuern noch ein bisschen erhöhen. Mal gucken, ob wir das auch so relativ schnell hinkriegen. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Adieu.